Jeder von uns hat am Morgen, wenn er aufgestanden ist, so eine bestimmten Rituale. Zu diesen Ritualen gehört bei mir zum Beispiel, dass ich morgens, während ich mich anziehe, den Deutschlandfunk höre, weil er so klar, ohne Werbung, die guten Informationen, die aktuellen Informationen bietet. Zwischendrin kommt dann so ungefähr kurz nach 6:30 die Morgenandacht. In der letzten Woche war ein Pfarrer aus Kiel, der diese Morgenandacht gehalten hat, und immer wieder kehrte in dieser Morgenandacht kam das Wort vor, der adventliche Mensch. Der adventliche Mensch, habe ich mich gefragt, was ist das? Wer ist das? Wie sieht er aus? Was tut er? Und dieses Stichwort, der adventliche Mensch, hat mich zu eigenen Gedanken gebracht. Advent heißt Ankunft. Advent heißt anfangen mit der Erwartung. Anfangen und ankommen, das sind die beiden Zauberworte des Advents. Mit dem Advent fängt für uns Christen ein neues Kirchenjahr an, ein neuer Lesekreis im Evangelium. Und der Anfang dient dazu, dass wir immer wieder neu in unserem Leben mit etwas anfangen und nie zu Ende kommen. Anfangen und ankommen. Das Leben ist nicht wie eine Dauerschleife oder wie ein Kreislauf, dass wir uns immer nur wiederholen, sondern dass wir vorwärts kommen und schließlich ankommen. Und die Adventszeit läuft auf Weihnachten zu, auf das große Geheimnis der Menschwerdung. Wir leben in Erwartung. Wir wissen noch nicht genau, wie uns Gott und wann uns Gott begegnen will. Aber er wird uns begegnen, das ist unser Glaube. Der Philosoph Ernst Bloch, der hat in seinem Prinzip Hoffnung einmal den Satz geschrieben, ich bin, aber ich habe mich noch nicht, darum werde ich erst. Das ist ein großartiger und wunderbarer Satz, über den man immer wieder neu nachdenken kann. Ich bin mit meinem Leben in der Gegenwart. Ich habe eine Lebensgeschichte, eine Biografie. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich bin. Aber ich habe mich noch nicht. Das heißt, ich bin noch nicht im tiefsten Zentrum meiner Person angekommen, sondern stehe immer noch in der Entwicklung meines Lebens. Ich habe mich noch nicht. Darum werden wir erst, sagt Ernst Bloch. Das ist Zukunft. Die Zukunft liegt vor uns, die wir erwarten dürfen. Und wir als Christen erwarten die Menschwerdung Gottes wieder neu. Vor 2000 Jahren ist Gott Mensch geworden, aber er will es immer wieder neu werden in unserem Herzen. Zum Advent gehört Anfangen, Ankommen und Erwartungen haben. Ich werde erwartet. Das ist etwas Besonderes, wenn das ein Mensch in seinem Leben sagt. Ich werde erwartet. Das heißt, er freut sich, es kommt etwas Gutes auf ihn zu. Ich werde erwartet. Und der Philosoph Ernst Bloch, der wurde anlässlich seines runden Geburtstages, als er 90 wurde, von einem Reporter gefragt, was er über das Leben jenseits der Schwelle des Todes denke. Und darauf hat Ernst Bloch geantwortet, ich werde erwartet. Das ist eine großartige, eine wunderbare Antwort des christlichen Glaubens. Nach unserem Tod hören wir, ich bin erwartet. Gott wartet
auf mich. In dieser Welt der Abhängigkeiten, Ungerechtigkeiten und Manipulationen ist es notwendig und dringend, dass jeder denkende Mensch Zeugnis ablegt für die Wiedergeburt des kritischen Geistes und der Suche nach Sinn, nach unserer christlichen Identität und menschlicher Solidarität. Wenn du unser Engagement teilst, unterstütze uns.